Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe mir jetzt mal hier so ein schönes Gebäude ausgeguckt, in das ich dann mit euch zusammen einmal reingehen wollte. Aber zuallererst haben wir jetzt mal noch so einen Baum, der gibt noch ein bisschen Kohle. Nicht viel, aber das ist wieder ein kleines bisschen Schießpulver. Und ich möchte einmal hier diesen Turm hoch. Das denn hier für eine fiese Falle? Na, aufpassen. Hier am Ende, wo auf mich wartet. Vogelnest. Eine leere Garagenbox. Noch eine mit ein bisschen Öl. So. Komme ich hier noch höher? Ich glaube, das war's dann jetzt. Aber der Ausblick ist beängstigend. Und da oben, ganz schlecht zu erkennen, im Nebel, da ist unser Ziel. Das ist ja Abschluss von diesem Gebäude quasi. Jetzt vorsichtig, ich habe nämlich ein riesengroßes Talent, solche Treppen einfach mal wieder runterzufallen. Aber da unten ist irgendwas noch. Ist hier noch eine Tür oder? Muss hier die Wände aufbrechen. Ach, nur irgendein Steuerpult. Verhältnismäßig uninteressant. Wollen wir doch lieber hier sofort rein. Mal wieder ein bisschen an die Armbrust gewöhnen. Ja, hier war auf jeden Fall schon ein bisschen was los. Irgendwann mal. Warum auch immer ich das jetzt gemacht habe. Jetzt weiß ich, ich wollte eigentlich F drücken. Oh, da war eine 600er Taschenlampe. Natürlich sehr ordentlich. So Taschenlampen benutzen würde, wäre das natürlich noch besser. Weil ich habe meinen Bergbauhelm. Dementsprechend sind Taschenlampen völlig überbewertet. Hässliche Fliegerbrille. Rezept Kettensäge und irgendein anderes Büchlein. Jawohl, da haben wir jetzt die letzten Malereien. Töte einen Schreier-Zombie. Hey, warte auf mich. Alter Stricher. Willst du hin? Ist es wieder zurück? Hier bin ich, hinter dir. Weglaufen bringt nichts. Du Worker-Zombie. Ah, wo machen Sie Randale? Nochmal hoch. Gut. Falsche Richtung. Ich mache doch das Licht an, dann seht ihr auch ein bisschen mehr. Level up. Bis jetzt. Oh ja, oh, läuft, läuft, läuft. Ein bisschen Pfeile loswerden. Ich habe so viele Federn noch.
Oh, eine Knarre. Hier steht auch wieder einer. Die ist jetzt zu weit weg. Jetzt aber. Ich weiß gar nicht, warum ich auch mal die ganze komische Kleidung und alles mitnehme. Das ist schon so routiniert, das Plündern. Man nimmt einfach stumpf alles mit. Oder in der Ecke ein kleiner Tresor versteckt. Mit Blättern drin. Papierblättern, das natürlich auch. Richtig derbe. Blei, die Fliegerbrille, das brauchen wir nicht. Das kann auch weg. Verband behalten wir mal ruhig lieber noch. Falls wir wieder unerwartet anfangen zu bluten. Wäre es gar nicht verkehrt, wenn wir da noch einen Verband in der Tasche haben. Oh, auf ins nächste Stockwerk. Also hier kommen wir ja echt flott durch diese Gebäude. Aber sonst geht's bei dir, ne? Ist doch blöd hin und her. Oh, und er schläft einfach weiter. Und jetzt fällt er um wie so ein nasser Sack. Tannenzapfen, toll, kann ich gleich zu Hause basteln. Feine Sache. Roter Puffermantel. Hier findet man den extremsten Scheiß. Wo schnarcht denn hier schon wieder was rum? Kampfanzughose 16, 16, 15, 20, 15. Weg damit. Vogelnest. Ich echt doch noch einen auf den Stacheldraht. Hoppala. Karton will ich noch plündern. Will ich nicht kaputt machen. Na, hätte ich auch kaputt machen können. Und tschüss. Doch. Jetzt, wenn man jetzt hier drin rumläuft, größer wie ich gemeint hätte. Sprengbolzen für die Armbrust habe ich schon. Danke dafür.
Okay, Warnstein jetzt drinne. Hoffentlich. Wo kommst du denn jetzt hochgesprungen? Oder runtergefallen oder wie auch immer. Oh, sonst noch was, was ich zerdeppern kann. Scheiß aufs Verband. Ein neuer Pappkarton. Das ist hier verwirrend und verzwickt alles. Noch mehr Vogelnester, also. Hast du mal was Geiles dabei? Auch nichts. Wer legt denn das hier hin? Und da haben wir schon geschafft. Feuerwehr-Axt. Naja. Hätte ich mir auch Besseres vorstellen können. Gut, wir haben eigentlich ganz viele schöne Sachen gefunden. Ich hätte mir jetzt eigentlich ein bisschen mehr erhofft von diesem Gebäude. Doch relativ leer. Schnell wieder nach unten. Ach, zwei Schüsse haben dir schon gereicht. Verzeihung. Ich dachte, ich muss auf dich ein bisschen mehr einprügeln. Das sieht von außen echt sehr viel größer aus, als es schlussendlich doch war. Motorrad, öffne dich. Nee, macht gar nicht mehr Sinn, das erst wirklich nach Hause zu bringen. Oh, da ist noch ein Militärcamp. Das wäre ja dann auch noch mal eine schöne Idee. Da gibt es dann doch öfters auch mal die ein oder anderen tollen Sachen zu entdecken. So, ab nach unten. Mit einem sehr wunderschön gefüllten Inventar verabschiede ich mich dann von euch für diese Folge.
Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen hoch da. Abonniert mich, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Schreibt ruhig in die Kommentare, was ihr noch gerne sehen möchtet, was ich vielleicht nochmal in Angriff nehmen sollte. Wenn ihr eine tolle Idee habt, ich bin da auf jeden Fall gespannt drauf. Bis zum nächsten Mal und tschüss.